Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns mal den The Body Shop Adventskalender in der XXL-Variante an. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das erste Geschenk, was dieser 149 Euro Adventskalender mir gerade gemacht hat, ist, dass er mir eine kleine Headnut gegeben hat. Ich habe nicht aufgepasst. Okay. Also, es gibt drei verschiedene Größen. Ich habe euch den kleinsten schon vorgestellt. Das ist jetzt der größte, der ist ein Oschi von Teil. Das ist echt riesig. Und der ist wunderschön, ne? Wenn ihr bei The Body Shop euch quasi einfach registriert habt, bekommt ihr den 10 Euro günstiger, was ich ganz nett finde. Und ich habe euch einen Link dazu in die Infobox gesetzt. Ihr bekommt den auch bei vielen anderen Homepages. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist der aber auf der The Body Shop Homepage am günstigsten. Wir haben hier oben dieses echt schöne 3D-Design. Darunter sind auch noch Kläppchen. Muss ich jetzt aufpassen. Warum zeige ich euch das eigentlich jetzt immer vorher? Ich kann es euch doch einfach nachher zeigen. Egal. Und dann haben wir hier noch zwei Schubladen. Also da ist richtig viel drin. Das ist super, super schwer. Deswegen stelle ich den mal eben wieder auf Erwin. Der Warenwert soll 256 Euro betragen. Ich werde euch das Ganze ausrechnen. Die Inhaltssachen sind auch auf der Homepage aufgeführt, ne? Schauen wir mal rein. Ich mache es mir ein bisschen einfacher, ziehe mir die Schubladen raus und habe dann schon mal ein zwei Drittel des Adventskalenders hier stehen. Und wir starten einfach mal natürlich mit dem 1. Dezember, der ist schon so schwer. Das ist sehr, sehr cool. Wir haben hier hinten noch immer sowas draufstehen. Das Ding ist, es ist auf Englisch, also man sollte Englischkenntnisse haben und da steht ziemlich viel drauf. Also der Kalender hat viel zu erzählen. Wir starten mit einer Duschcreme. Mit Mandelmilch, also aus der Almond Milk Reihe, for dry sensitive skin, gentle and creamy, 250 Milliliter. Ganz ehrlich, ich würde jetzt in diesem Adventskalender auch nicht erwarten, dass wir hier Minis drin haben. Das wäre auch nicht so ganz akzeptabel. Nee, finde ich gut. Ich mag auch gerne die Mandelreihe. Weiter geht die wilde Reise am 2. Dezember. Oh, guck mal, man kann hier hinten auch irgendwie so einen Geschenkanhänger rausbasteln. Ach, cool, ne? Dann haben wir hier einen Vitamin C Daily Glow Cleansing Polish Enriched with Camu Camu Berry Extract Illuminate and Resurface 100 Milliliter. Also würde ich sagen, bei Cleansing und Polish, das muss ich mir gleich mal eben intensiver angucken. Klar, mit Vitamin C hast du halt eine aufhellende Geschichte. Gesichtsreiniger ist das auf jeden Fall. Also quasi zum Gesichtreinigen, Abschminken, ne? Zweiter Schritt beim Double Cleansing. Und ich weiß jetzt nicht genau, was die peelende Wirkung sein soll. Wir haben aber hier nicht irgendwie AHA oder BHA drin, wenn ich das richtig sehe. Klar, Zitronensäure, also Citric Acid. Aber das kann man schon normalerweise auch täglich verwenden. Würde ich schon vielleicht vorsichtig mit anfangen, aber du wäschst es ja eigentlich eh ab. Das bleibt ja nicht auf dem Gesicht. So, muss ich hier leider hochklappen. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und die ist jetzt mal im Gegensatz zu den anderen beiden ganz schön leicht. Eine Handcreme, ja. Und zwar die Kokosnussreihe für trockene Haut. 96 Stunden neu im Nourishing Moisture. 30 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Kokosnussduft finde ich mittlerweile gar nicht mehr so verkehrt. Die Hormone in meinem Körper haben sich hier etwas verändert. Und ich mag sehr, sehr gerne die The Body Shop Handcremes, weil die sehr reichhaltig sind. Hier haben wir die Nummer 4. Befindet sich in der untersten Schublade. Oh, ist das cool. Vitamin E Nourishing Moisturizing Toner. Suitable for all skin types. Richtig cool. 250 Milliliter. Also hier haben wir auch Skincare mit am Start. Es ist jetzt wirklich auch Abwechslung gewesen mit Bodycare und Skincare. Und das feiere ich wirklich. Vitamin E ist das Schönheitsvitamin, das im Prinzip einfach für jeden sehr gut geeignet ist, um einfach die Zellregeneration anzuregen und so weiter. Und das jetzt als Toner, also quasi als ersten Schritt nach der Reinigung für die Gesichtspflege, finde ich toll. Ein Tag vor Nikolaus habe ich jetzt hier den 5. Dezember. Ja, hier muss er mit drin sein. Das ist ein Klassiker, das ist der Duschpuffel. Ne? Den haben sie jetzt erneuert. Das ist jetzt mittlerweile einer, der so aus einem natürlicheren Material ist und nicht mehr aus diesem Plastikmaterial. Ist schon ganz schön, ne? Nennt sich irgendwie ganz witzig. Raimi, genau, Raimi heißt er. Finde ich ganz cool. Ja, kann man gebrauchen, damit sparst du auf jeden Fall auch Duschgel. Ne? Ist okay, dass es mit drin ist. Es ist halt eins der wenigen Füllprodukte, die ich auch in diesem Adventskalender okay finde. Kommen wir zu dem Nikolaustag. Boah, der ist richtig, richtig schwer. Vielleicht haben wir hier Body Butter drin oder so. Also auf jeden Fall ein Tiegel. Was bist du? Body Joghurt, sehr schön. Moringa, 48 Stunden Fast Absorbing Moisture, 200 Milliliter sind hier drin. Also es soll wirklich schnell einziehend sein. Ich weiß nicht, wonach riecht Moringa? Also mir kommt tatsächlich grün in den Kopf, wenn ich darüber nachdenke.
nicht unbedingt mein präferierter Duft. Ein bisschen, klar, frisch gewaschene Wäsche, aber nicht ganz so pudrig. Also es ist eher so in die frische Richtung. Ja, kann man machen. Ist jetzt nicht so ganz meins. Ich bin ja eher so für die warmen Düfte zu haben Richtung Weihnachten. Ne? Ja, ja. Aber gutes Produkt, definitiv. Die Nummer 7. Hier hätten sie auch vielleicht einen etwas größeren reinmachen können, aber so kann ich ihn mal wieder testen. Denn ihr schreibt mir immer wieder, dass ihr diesen Abschminkbalsam von The Body Shop so feiert. Und ich bin da nicht so von überzeugt wie ihr, aber jetzt kann ich mich dieses Jahr wieder überzeugen. Mit Camille ist das der Camomile Sumptuous Makeup Cleansing Butter Tiegel. 20 Milliliter. Ja, also ist es halt wirklich klein. Ne? Die hätten da bei dem Adventskalender für den Preis doch ein bisschen was mehr reinhauen können. Ja, kann ich jetzt in Anwendung nehmen. Meiner von, riecht nach nichts, ne? Meiner von Yepoda müsste nach diesem Make-up heute Abend auch leer gehen. Also kommt er dann demnächst auch mal wieder in Einsatz und wird auch ins Aufgebraucht-Video kommen. Dann seht ihr auch, wie ich den so fand. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Auch hier wieder eine Handcreme. Also zum Wiederbefüllen finde ich diesen Adventskalender immer wieder großartig. Ich liebe ihn und ich verschenke den auch so irre gerne. Aber naja, wenn man das halt so dann auspackt, dann denkt man sich auch, was soll das denn? Ne? Aber ich sehe das jetzt im Sinne von Nachhaltigkeit, Wiederverwenden, passt schon. Wir haben hier noch eine Handcreme drin enthalten, 48 Stunden Hydratisierung, British Rose, Lieblingsreihe von mir, feiere ich natürlich total. Ne? Rosenduft finde ich einfach sehr, sehr angenehm. Das ist einfach meins. Ui, auch in der neuen dürfen wir uns wieder über ein großes Büchslein freuen, was aber sehr, sehr leicht ist. Oh ja, eine Gesichtsmaske ist das. Die Edelweiß Serum Concentrate Sheet Mask Smooth and Protect. Ja, die ist okay. Ja, kann man machen. Wenn man sie im Adventskalender drin hat, kann man sie gerne verwenden. Ich feiere die jetzt nicht so hart. Also da gibt es halt auch welche aus der Drogerie tatsächlich, die ich mindestens genauso gut finde. Und ja, deswegen, ne? Kann man machen, aber ist jetzt nicht so das Highlight für mich. Ich habe sonst immer die Tuchmasken ja in Adventskalendern sehr gefeiert. Bei der weiß ich halt, dass sie nicht ganz so mega krass ist. Ich glaube, hier oben ist sowieso eher so die leichtere Abteilung, denn auch in der Nummer 10 darf es jetzt mit etwas Leichtem weitergehen. Da tippe ich auf ein Lippenprodukt. Mango for Dry Lips Intensely Nourishing. 10 Milliliter sind hier drin. Ja, das ist so eine Lippenbutter, ne? Die, so ein Pöttchen, das stellt man sich ans Bett oder sonst irgendwo hin, wo man dann halt wirklich auch mit nicht allzu dreckigen Händen reingeht und dann kann man seine Lippen damit pflegen. Ich persönlich mag das halt, wie gesagt, am Bett sehr gerne oder wenn ich das im Badezimmer stehen habe, so nach dem Duschen drauf machen. Aber ja, ansonsten, ja, für unterwegs finde ich das super unpraktisch, weil ich persönlich mir einfach vorher immer gerne die Hände wasche, bevor ich mir ins Gesicht fasse. Hui, die Nummer 11. Leute, die erste Schnapszahl. Huch, das ist ein Klopper, ey. Das ist schon geil, ne? Und hier hinten, wie gesagt, kannst du bei vielen dieser Boxen auch das hier so abmachen und hast dann so Weihnachtsanhänger. Das ist schon schön, ne? Dann habe ich hier das Shampoo Banana. War letztes Jahr ein bisschen zu krass vom Duft her, muss ich gestehen. For dry hair prone to frizz, truly nourishing. Ja, 250 Milliliter sind hier drin. Geiles Produkt, auf jeden Fall pflegend und so, ne? Aber das ist schon sehr, sehr, sehr stark parfümiert. Ich erinnere mich noch dran. Theoretisch wäre die Nummer 12 die Halbzeit, aber wir haben hier 25 Boxen, was ich ja feiere wie sonst was. Wieder was für die Hände. Reicht jetzt auch, ne? Happy Hand Cream. Naja, so happy bin ich jetzt nicht, aber es ist die dritte, das ist okay. Mandarine und Bergamotte. Passt auch tatsächlich zu Weihnachten vom Duft her. Ja, 30 Milliliter ist irgendwie eine andere Tube, finde ich interessant. Ist das eine neue Reihe oder so? Ich weiß es nicht. Dass man sich jetzt überlegt hat, das neu zu machen. Mal gucken. Dann gucken wir mal, was der 13. Dezember zu bieten hat. Denn das ist jetzt die wirkliche Halbzeit von dem Adventskalender. Sehr schwer, sehr groß. Es ist ein Conditioner. Nicht aus der Bananenreihe, sondern aus der Shea-Reihe. Der ist super reichhaltig. Brauchst du nicht viel von. Und wirklich nur ganz lang, ganz, ganz ebenso in die Spitzen geben. Längen und Spitzen. Ne? Das muss nicht super intensiv sein, weil diese Shea-Reihe, die hat es in sich. 250 Milliliter. Also ich finde es cool, dass wir hier auch noch einen Conditioner mit drin haben. Es werden vielleicht welche meckern, die sagen werden, wenn ich jetzt schon von der einen Reihe das Shampoo habe, dann will ich dann auch den dazu passenden Conditioner. Du kannst die beiden aber natürlich auch kombinieren. Ne? Und das ist natürlich auch ganz gut, weil nicht jeder mag die Bananenreihe und nicht jeder mag die Shea-Reihe. So, der 14. Dezember ist auch... Oh, alle Boxen sind hier riesig, ne? So gut wie alle Boxen. Ist jetzt hier am Start, da oben komme ich nicht rein. Das ist eine Tube und zwar Vitamin E, schön. Moisture Sleeping Mask, Hydrate, Suitable for All Skin Types. Das ist dieses Produkt hier und auch das wird eine Full Size sein. Ne? Das ist ja schon sehr, sehr
viel hier drin. 75 Milliliter und das machst du dir auf dein Gesicht ganz offensichtlich. Nach der Reinigung und Tonisierung 2 bis 3 Mal pro Woche, abends eine dünne Schicht auf Gesicht und Hals. Man kann das drauf lassen und dann halt wie eine Nachtcreme drauf lassen, aber dann verwendest du halt auch kein Serum und so weiter, ne? Und das wäre für mich ein bisschen wenig. Ich würde es tatsächlich halt wie eine Crememaske verwenden und dann nach einer gewissen Zeit es abwaschen. Aber das, ne, kann man dann für sich selber entscheiden. So würde ich persönlich es einfach verwenden. Der 15. Dezember fühlt sich tatsächlich gar nicht mal so leicht an. Und hier haben wir etwas drin, was auch relativ neu ist, glaube ich. Diese feste Produktereihe von The Body Shop. Leider mag ich weder feste Produkte aktuell so mittlerweile mehr verwenden, noch mag ich diese Reihe Pink Grapefruit. Ist nicht so meins. Cleansing Face and Body Bar. Ja, Refreshing Cleansing. 100 Gramm sind hier drin. Ist eine nice Kiste, ne? Dass man da halt auch irgendwie nachhaltiger denkt. Gar nichts, ist mir viel zu zitrisch. Oh, hier haben wir ein kleines Produktchen in der Nummer 16. Und zwar eine Gesichtsmaske. Fresh Plumping Mask, das ist cool. British Rose, 15 Milliliter, da sollte man sich nicht erschrecken, denn du hast hier wirklich dann auch so Rosenstückchen drin. Und das gibt halt Feuchtigkeit. Ne? Ist eine schöne Sache, ist ein kleiner Tiegel, aber es ist okay. Uiuiui, die Nummer 17 willst du ja aber echt wissen, Leute. Guckt euch diesen Oschi an. Also das feiere ich schon. Ne? Also es macht Spaß. Vor allem, weil diese Boxen auch weitestgehend gut gefüllt sind. Eine Woche vor Heiligabend haben wir eine Bodylotion drin enthalten mit Mandelmilch. Richtig toll. 72 Stunden soll das Feuchtigkeit geben. Und hier sind 200 Milliliter drin enthalten. Das finde ich schon gut. Ne? Also kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Und dementsprechend freue ich mich darüber, dass es hier mit drin enthalten ist. Auch wieder ein sehr leichtes Kläppchen habe ich zum Start in die Weihnachtswoche am 18. Dezember. Ja, ne, wie gesagt, weiter befüllen, super, aber an und für sich sehr winzig. Hier habe ich eine Lippenpflege mit Avocado, 4,2 Gramm sind hier drin enthalten. Wie gesagt, ich mag diese Sticks deutlich lieber, als wenn man halt diese mit Fingerreinigegeschichten hat, aber ist cool, ne? Wenn ich eben alle Kläppchen als Klopper bezeichnet habe, dann werden wir uns jetzt bei der 19 etwas wundern. Das ist so ein Riesen-Moped. Wow! Und es ist auch noch British Rose. Richtig gut. Es ist ein Duschgel. Ja, ein Duschgel hatten wir schon. Das ist das zweite. Das ist vollkommen in Ordnung. Finde ich großartig. 250 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Das ist floral und erfrischend. Ich mag einfach gerne diese Rosenreihe. Das riecht angenehm und ist auch einfach sehr schön auf der Haut. Und die Duschgele von The Body Shop sind auch einfach mal einen Blick wert. Der 20. Dezember eröffnet den Endspurt Richtung Heiligabend und auch Weihnachten, denn 25, wie gesagt, haben wir hier. Noch eine Maske ist hier mit drin. The Body Shop Himalayan Charcoal 15 Milliliter Purifying Glow Mask. Da bin ich ein bisschen vorsichtig. Die habe ich vor einer Weile, als ich sie mal das erste Mal hatte, auch aufgetragen. Die war mir zu krass. Also die hat meine Haut sehr, sehr irritiert. Für sensible Haut vielleicht nicht ganz so geeignet. Aber naja, kann man auf jeden Fall erstmal so an einer unauffälligen Stelle ausprobieren, ob einem das gefällt. Für mich war sie, wie gesagt, einfach zu krass. Aber ich habe jetzt auch nicht so mit Unreinheiten zu kämpfen und habe halt auch wirklich eine trockene, sensible Haut. Lang und schmal ist die Nummer 21. Das ist die 4. Handcreme. Das finde ich jetzt nicht so cool, ne? Ist zwar Shea, Shea mag ich, 96 Stunden Moisture und so, 30 Milliliter, aber ich feiere das jetzt mal so gar nicht, weil in so einem Adventskalender für 150 Euro eine Handcreme drin zu haben, die 4. Handcreme drin zu haben, ne, das finde ich blöd. Klar, man konnte online die Produkte sehen, aber das finde ich nicht schön. Dann schauen wir mal, ob die Nummer 22 uns etwas besänftigen kann. Avocado Rich and Smoothing Exfoliation Cream Body Scrub, 50 Milliliter. Ja, ist eine schöne Sache. Für mich schrubbelt das ehrlich gesagt nicht genug auf der Haut. Ich brauche halt wirklich am Körper das Ganze so Salz oder Öl, Salz oder Zuckerpeelings ist halt schon meins, ne? Bei sowas ist es nicht ganz so meins. Nee, also das habe ich auch schon ein paar Mal verwendet, ne? Also solche, die sind mir zu soft, ja. Aber na, wir können jetzt auf jeden Fall vor Weihnachten uns etwas Körperpflege vorstellen. Generell werden wir ja die ganze Weihnachtszeit hier durchgepflegt und so. Schauen wir mal, was ein Tag vor Heiligabend mit uns abgehen darf. Es ist halt süß eingepackt wie so ein Geschenk, ne? Ja, hier können wir nochmal eine Gesichtsmaske machen. Das ist die Vitamin C Glow Sheet Mask. Okay, wird auf jeden Fall mal ausprobiert. Ich hatte jetzt letztens nochmal die Vitamin E Maske auch verwendet und jetzt habe ich hier nochmal Vitamin C. Ich mag gerne Glow, also ich mag auch gerne Vitamin C verwenden. Verwende ich persönlich eher morgens, das heißt, es ist für mich dann auch eine Morgensmaske. Ja, mag ich gerne leiden. Vitamin C und ich, wir sind so große Freunde.
Heiligabend. Ja, das ist, glaube ich, klassisch, was hier drin ist. Ich glaube, wir sind uns alle darüber bewusst, dass hier wahrscheinlich eine Bodybutter mit Avocado drin sein wird. Ist das Avocado? Nee, es ist Mango, okay. 200 Milliliter für trockene Haut geeignet. Also auch das ist dann ein fruchtiger, leicht zitrischer Duft, würde ich sagen. Aber halt Mango, ne? Riecht richtig lecker, da willst du reinbeißen, aber du darfst es ja nicht essen. Besser nicht, ne? Nö, finde ich gut und auch sehr, sehr reichhaltig. Also die Körperbutter, die Bodybutter von The Body Shop ist gerade für Trockenpflaumen wie mich mega. Trommelwirbel für die Nummer 25. Da bin ich jetzt auch wirklich gespannt drauf, was sie uns da reinpacken. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir da irgendwas drin, was ich nicht verwenden durfte, wenn ich mich richtig erinnere. Okay, was ist das? Happy Christmas. Be the change every day. Ah, okay. Hier haben wir drin enthalten The Body Shop Edelweiß, eine Smoothing Day Cream mit 50 Millilitern. Das finde ich auch richtig, richtig cool, dass wir hier eine Tagescreme drin haben, weil das hatten wir so noch nicht. Ein bisschen Gesichtspflege hatten wir mit am Start, aber eine Tagespflege nicht. Und das macht das Ganze halt auch ein bisschen runder. Ne? Also das ist ein Klopper von Adventskalender, kann man nicht anders sagen. Wir haben hier eine tolle Auswahl von dem Sortiment von The Body Shop und wir haben Gesichtspflege mit dabei, wir haben Körperpflege mit dabei, aber vor allem Körperpflege, das war auch zu erwarten. Ne? Dass wir eine vierte Handcreme hier drin haben, finde ich blöd. Finde ich wirklich blöd. Nö, also das war wirklich eine zu viel von einer Sorte. Da hätte man vielleicht dann anstatt von einer vierten Handcreme noch irgendwie eine Augencreme reinmachen können oder vielleicht auch eine zweite Lippenpöttchen-Geschichte oder so. Aber das ist einfach eins zu viel von der Sorte, oder? Was meint ihr? Ich meine, gut, wir haben ja auch noch die anderen beiden Crememasken und die beiden Tuchmasken. Deswegen, nee, Quatsch, Lippen, Claudia, du hast Lippen gesagt. Hätte ich auf jeden Fall irgendwie mehr gefeiert. Aber trotzdem ist es immer mal wieder ein geiler Adventskalender. Ob man den sich selber kauft, ob man den verschenkt, ne? Das ist schon cool, wirklich. Also ich glaube, dass man echt eine Freude damit hat. Vor allem, der hier ist halt einfach geil, dass du da fast nur Full-Size drin hast und so Klopperprodukte. Da kommst du echt gefühlt das ganze Jahr mit aus. Und ich glaube, da hat man Spaß dran, oder? Schreibt mir aber gerne mal in die Kommentare, wie ihr dieses Jahr den The Body Shop Adventskalender findet und welcher von den dreien euch am meisten interessieren würde. Das würde mich nämlich interessieren. Und dann wäre es hier auch schon gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.